Was heute in der mündlichen Urteilsbegründung gesagt wurde, bildet ja noch nicht ab, wie die schriftlichen Urteilsgründe aussehen werden. Deswegen warten wir erst einmal ab und schauen wir, ob sich dann dort eine Art Rosinenpickerei findet. Allerdings habe ich auf Basis der heutigen Begründung schon den Eindruck, dass das Gericht sich alles Passende zusammengesucht hat und alles Unpassende eher totgeschwiegen hat, beziehungsweise so behandelt, dass es nicht so wichtig ist. Die Verteidigung hatte als Strategie eine aktive Verteidigung und wir haben immer geschaut, wie die Beweissituation sich darstellt nach jedem Hauptverhandlungstag. Und wenn das Ergebnis, die Verhinderung einer Annahme der besonderen Schwere, wenn man das als Erfolg ansehen will, dann ist das durchaus heute positiv zu bewerten. Allerdings möchte ich eines ganz klar sagen. In diesem Verfahren gibt es keine Gewinner. Ein Mensch ist tot und das ist schrecklich und das ist schlimm. Die Verteidigung wird dieses Urteil in der Revision vom Bundesgerichtshof überprüfen lassen. Gerechte Strafe für Dominik und ja, aber ein bisschen Gerechtigkeit für Lisa. Und für die Mutter? Die Mutter vor allen Dingen, die, Sie haben es ja mitgekriegt, die ist jetzt zum Schluss richtig zusammengebrochen, weil natürlich die ganze Anspannung von ihr abgefallen ist. Und jetzt schauen wir mal, sie muss erst einmal verarbeiten.